Jo, moin Leute, BrowserXL hier, herzlich willkommen zurück zur Retro Rampage und wir spielen heute Moon Patrol von 1982, ein echter Klassiker. Und wir haben eigentlich eine ganz einfache Aufgabe, wir haben hier unser Mondmobil, mit wem wir dann halt eben entsprechend über die Oberfläche des Mondes fahren und dort dann Checkpoints abfahren müssen. Und jeder dieser Checkpoints hat halt eben unterschiedliche Herausforderungen. Sei es, dass wir hier von wild gewordenen Mondmenschen angegriffen werden oder halt eben entsprechend über Stock und Stein zu hüpfen haben. Das Ganze muss natürlich schnellstmöglich passieren, um fette Zeitboni einzukassieren etc. pp. Und das Ganze sogar zu einer recht coolen Musik. Es gab noch eine andere Version, da war die Musik unter aller Kanone. Ich hatte schon befürchtet, ich hätte die hier in die Finger gekriegt. Aber nein, es ist die mit der coolen Musik. Und jetzt geht es natürlich langsam aber sicher halt eben entsprechend los, unangenehm zu werden, weil jetzt müssen wir uns nicht nur der Gegner erwehren, sondern halt eben entsprechend auch gleichzeitig dabei Hindernissen ausweichen. Oh, die Diamanten sind mies, weil die bohren neue Löcher. Eieiei, okay, das war knapp. So. So, da haben wir es zum ersten Checkpoint schon mal geschafft. Mal gucken, ob wir von der Zeit her schnell genug waren. Time to reach point E. Unsere Zeit 66. Die durchschnittliche Zeit war 80, Rekord war 80 und dafür gibt es Bonus. Sehr schön. Wir haben einen neuen Rekord gesetzt. Das ist aber fein. So, mein großes Ziel ist es natürlich, einmal komplett durchzukommen. Weil es gibt hier auch noch so ein paar andere Schmankerl halt eben zu sehen. Wie wir sehen können, hier jetzt im Hintergrund die Mondraffinerien. Wer kennt sie nicht? Von den Nazis nach dem Zweiten Weltkrieg erbaut. Ja, ich freue mich schon auf Iron Sky 2. Hier kommen jetzt auch so kleinere Felsen. Die sind immer so ein bisschen fies. Weil wenn man da nicht aufpasst, sieht man die vielleicht nicht rechtzeitig. Dieses Game ist auch komplett Tapete. Also, wer es 200 Mal gespielt hat, kann es auswendig. Und es mit verschlossenen Augen spielen. So, nach J müssen wir jetzt. Lass ihn nicht durch, lass ihn nicht durch. Gut, sehr schön. So. Letzter Checkpoint. Ah, volle Kanne reingesprungen. Eieiei. Ah, da hätte ich dann gleich wieder springen müssen. Ja, das kommen jetzt auch so teilweise dann Passagen, die sind ein bisschen tricky. Ich frage mich, ob ich es auch anders hätte schaffen können. Nee, egal. Zwei. Ja, machen wir doch mal da weiter, wo wir aufgehört haben. Ist doch klar. Und los. Weil ich glaube, wenn wir mit Vollspeed unterwegs sind, dann kann ich auch über den Doppelstein drüber springen. Wenn ich es dann auch vernünftig mache, heißt das natürlich, ne? So, dann müssen wir jetzt mal die Bomber. Ach. Das wird ja was. Machen wir es so. Auf geht's. Speed. Wunderbar. 82, das dürfte nicht schnell genug gewesen sein, sag ich mal. Vermute ich jetzt mal. Ich glaube, wenn wir von A bis E eben die 80 hatten, dann wird es hier jetzt auch so der Fall sein. Genau. Sorry. No Bonus. Dann eben nicht. Ach, ja verdammt, Minen. Ah, hör auf zu springen hier so. Also.
Ups. Ja, weiter. Das versuchen wir nochmal. Komm her, continue. Los geht's. Ja, okay, das kommt davon, wenn man dann ein wenig enthusiastisch ist, wenn es darum geht, loszuspringen. So geht das. Checkpoint L. Okay. So wird's doch langsam was hier. Weg. Sehr gut. Punkt N. Oh, Achtung, jetzt müssen wir aufpassen. Ah, ja, genau, ich sag's noch. Ja, Manometer. So, also ihr habt's gesehen, ne? Die Bomben, neue Löcher. Und da müssen wir natürlich dann einen Zacken aufpassen, dass wir da nicht reinfallen. So, jetzt sind wir bei O mit 77 Sekunden. Das ist meiner Meinung nach, glaube ich, sogar noch bonusverdächtig. Mmh. Sehr bonusverdächtig. Meine Herren, das gibt ja richtig Punkte, ja. Dann mal los. Weiter geht's. Ach du Schande, das ist schon wieder. Ups. Okay, haben wir sie erwischt? Ja, wunderbar. Da kommen dann die nicht ganz so intelligenten Kollegen. So, ja, jetzt genau. Jetzt geht's bergauf. Ich könnte die auch zerstören und manchmal wäre das sogar besser. Okay, machen wir es auch. Ah, komm schon. Ich finde diese Musik einfach nur großartig. Ja, ups, au, voll auf den Kotflügel. Das Auto war noch gar nicht bezahlt. Mensch, Skinners, weißt du, wie sich das auf meine Kreditwürdigkeit auswirkt? Unglaublich. Und los geht's. So, da kommt. Ach, siehst du mal. So macht man das. Ups. Ordentlich hier, ordentlich durch die Gegend naschen hier. Oh, gut. Oh, nee, Mensch. So, meine Herren. So. Wir sind bei S. So langsam. Oh, und wir sind bei T. Und mit 76 dürften wir da dicke in Betracht kommen, einen Bonus mitzunehmen. Haben wir eben schon mal gesehen. Super. Jupp, den haben wir wohl gesetzt. Gib Lack. Ups. Nicht zu schnell hier. Ah. Okay, ja, ich wusste irgendwie, so eine Schweinerei würde kommen. Das war bisher zu einfach. Ja. Ja, oh Mann! Wieder Lack gesoffen heute. Pff,
ich liebe es ja, wenn ein Plan funktioniert, der da heißt, wir nutzen den Continue. So. Komm, wir sind auf dem letzten Abschnitt. Kann nicht so schwierig sein, dass wir den jetzt noch hier... So, und hepp. Okay, geschafft. So, auf geht's nach U. Ei! Richtig! Die Panzer! Die habe ich noch gar nicht mehr gedacht. Genau, man konnte den Schuss von denen auch zerstören. Und das musste man dann auch eigentlich so im Großen und Ganzen. Gut. Okay. V, da geht's nochmal den Berg hoch. Okay. Und W. Da ist einfach nochmal wieder richtig Halligalli und jetzt auch gleich mit mehreren Wellengegnern auf einmal. Okay, fast da. Achtung, Bombenkrater. Und Y. Nicht aufgepasst. Okay, nochmal. Hallo. Hab ich doch geschossen. So, und weiter geht's. So. Wer hätte es denn gesagt? Geh doch. Wir machen jetzt aber nochmal weiter, in der Tat. Wir hören jetzt nicht auf, denn mir fällt jetzt noch mindestens eine Sache ein, die ich euch noch zeigen kann. Denn es gibt nämlich noch einen weiteren Gegner, der auch so ein bisschen fies ist. Ja, ich hab's verstanden, ist ja okay. Alles klar. So, die Nummer geht jetzt einfach ganz banal wieder bei A los. Und wie man sehen kann, haben wir jetzt ein wunderschönes rotes Auto bekommen. Weil Elite Moon Patroller haben natürlich ein rotes Auto. Da ist sie auch schon. Die Rakete im Anlauf und gleich zack. Ah, gibt natürlich nochmal extra Punkte, wenn man sie erwischt, ist ja klar. Okay, fahren wir mit diesen Autos, die wir hier jetzt noch haben, einfach mal. Ach ja, der Panzer kam auch gleich schon wieder, meine Herren. Okay, der stand. Ups. Fies, wollte ich gerade noch sagen. Ja, genau, immer voll rein. Bis einer weint. Oh, 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 hey, 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 Okay, das war Moon Patrol. Netter kleiner Side-Scroller aus dem Jahre 1982 von Williams Electronics. Hat nie wieder jemand was von gehört. Aufgelegt bei Atari dann. Das kannte man dann schon eher. In diesem Sinne, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann. Ich bin raus. Ciao.